So, guten Abend, Dresden! Freunde, ich habe Angst. Ich habe Angst, da unser Land momentan offensichtlich von Nazis im Nadelstreifen übersät wird. So sind nämlich wir genannt worden, für uns den Dresdner Thesen und für unseren Forderungskatalog an die Politik, für welchen wir nun mittlerweile seit über 9 Monaten hier auf unseren Spaziergängen eintreten. Heute, mehr als 9 Monate später, sehen wir Leute wie Ministerpräsident Seehofer, BAMF-Chef Schmidt, den Mitglied des Landtags Thomas Kreuzer, unseren Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, Fürstenfeldburgs Landrat Karmasin, all diese machen auf einmal unsere Forderung salonfähig und klauen sie uns. Es ist unglaublich. Noch vor 3 Wochen gab es da fast nur den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer, welcher scheinbar aus dem Koma erwacht war. Mittlerweile gehen die Rufe und Forderungen aus verschiedensten politischen Richtungen und von verschiedenen Amtsträgern aus. Der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Schmidt zum Beispiel, er fordert auf einmal, man solle Asylbewerbern vom Balkan keine Anreize mehr bieten. So spricht er von einer Kürzung des Taschengeldes für solche Wirtschaftsflüchtlinge und er spricht auch von einer schnelleren Abschiebung und von Wiedereinreiseverboten gegen solche Asylbewerber. Nazi! Bravo! Aber Nazi! Oder nehmen wir den Chef des Europäischen Flüchtlingskommissariats UNHCR, Herrn Vincent Cochetel. Dieser fordert in einem Interview, dass Wirtschaftsflüchtlinge konsequent abgeschoben werden, denn diese blockieren System und Platz für wirklich Schutzbedürftige. Genau das fordert Pegida seit 9 Monaten. Herr Tillich und Herr Seehofer wollen spezielle Lager einrichten für Asylanten, welche voraussichtlich keinen Bleiberechtsanspruch haben. Das erleichtert auf jeden Fall die Abschiebung, aber passiert diese denn dann wirklich? Das ist die Frage. Ich sage nur, Herr Schmidt, Herr Cochetel, Herr Seehofer und wie ihr langsam aufwachen, alle heiß, lasst euch Folgendes gesagt sein. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Es ist ein Anfang, was ihr so plant, aber ich fordere euch auch den letzten Schlafsand aus den Augen zu entfernen und wirklich zu handeln und nicht nur zu quatschen. Um es zu präzisieren, die konkrete Maßnahme muss nämlich nicht weniger Taschengeld für Asylanten vom Balkan sein, sondern gar keins. Und die zweite konkrete Maßnahme muss nicht etwa ein Wiedereinreiseverbot sein, sondern Visapflicht und Grenzen dicht. Dann, liebe Politiker, haben wir nämlich dieses Abschiebechaos und die überfüllten Lager nicht mehr und können uns zur Abwechslung mal wieder um Innenpolitik kümmern und um unser eigenes Volk. Die frei werdenden Milliarden könnten wir zum Beispiel in eine gesunde, nachhaltige Familienpolitik stecken oder auch in eine Rentenpolitik. Aber gut, es sei Ihnen gegönnt, zumindest haben Sie einen Anfang gemacht. Nun ist es aber ganz klar die Aufgabe der Politiker in Berlin und Brüssel, diese Aufgaben schnellstmöglich umzusetzen. Und wenn diese das nicht tun, dann dürfen wir nach wie vor mit Fug und Recht zu Ihnen als Volksverräter sprechen. Einen detaillierten Forderungskatalog von Pegida wird euch dann Tatjana noch vortragen.
Mir bleibt mit Hinblick auf die mehr und mehr und lauter werdenden Stimmen aus Politik, Wirtschaft und aus dem Volk nur eins festzustellen: Pegida wirkt. Und genau das allen Unkenrufen von Presse und Politik zum Trotz. Gandhi formulierte etwas dazu, was man nicht besser sagen kann. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und am Ende gewinnst du. Gegen uns wird zwar die Reihenfolge etwas vertauscht, aber eines bleibt gleich. Am Ende werden wir gewinnen, denn wir sind gekommen, um zu bleiben und geblieben, um zu siegen. Ich halte das heute relativ kurz bei mir, weil wir haben heute einige gute Redner da. Ich übergebe als allererstes an unseren Lieblingsgast, an Tatjana. Zeitung. Sachsen hat Flüchtlingsandrang offenbar unterschätzt. Und nicht nur in Sachsen. In Nordrhein-Westfalen knallt es bald. Lügenpresse! 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 Auch in Nordrhein-Westfalen knallt es bald. In Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg. Und deshalb stellen wir im Namen aller Deutschen, die sich gegen die vorsätzliche Zerstörung ihrer Heimat und ihrer Kultur stemmen, 10 Forderungen an die deutsche Asylpolitik. Und diese Forderungen richten sich an alle Politiker, die das derzeitige Asylchaos zu verantworten haben. Erstens. Wir fordern einen sofortigen Aufnahmestopp für Zuwanderer und Asylanten. Das heißt, wir fordern ein Asylnotstandsgesetz. Aus, Ende, Schluss! Unsere Asylgesetze wurden nach dem Krieg für kleine, überschaubare Zahlen von 2000 Flüchtlingen pro Jahr konzipiert und nicht für die Millionen, die wir voraussichtlich schon in diesem Jahr erreichen werden. Zweitens, wir fordern strenge Grenzkontrollen. Das heißt, wir fordern sofort, das Schengen-Abkommen auszusetzen. Und zwar für alle Grenzen Deutschlands. Andere EU-Staaten überwachen längst wieder ihre nationalen Grenzen. Und das, obwohl das völlig gescheiterte Dublin-Verfahren bisher fast vollständig zu Lasten Deutschlands ging. Und dass die temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen während des G7-Gipfels hat bewiesen, dass Grenzkontrollen illegale Grenzübertritte, das florierende Geschäft mit der Schleusermafia und die Einreise von Kriminellen verhindert. Drittens, wir fordern, dass der Kreis der sicheren Herkunftsstaaten auf alle Mitgliedsländer des Europarates erweitert wird.
Rat besteht aus 47 Mitgliedstaaten mit 830 Millionen Bürgern und über 1.800 europäischen Beamten. Alle Mitgliedstaaten haben sich auf die Wahrung des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips sowie die Anerkennung der Grund- und Menschenrechte verpflichtet. Das reicht ja wohl, um diese Länder zu den sicheren Staaten zu zählen. Viertens, wir fordern ein zeitlich befristetes Asylrecht für Kriegsflüchtlinge. Selbstverständlich ist echten Kriegsflüchtlingen und anerkannten Asylanten ein temporärer Schutz und eine Vollversorgung im bescheidenen Bereich zu gewähren. Und sobald sich die Zustände im Herkunftsland bessern, müssen die Flüchtlinge unser Land wieder verlassen. Fünftens, wir fordern eine verbindliche Obergrenze für Immigration. Und zwar festgelegt durch uns selber, also das Aufnahmeland Deutschland. Die Festsetzung dieses Kontingentes ist eine Schicksalsfrage über die Zukunft unseres Landes. Und sie muss durch Mittel der direkten Demokratie, also durch Volksentscheide, erfolgen. Sechstens, wir fordern endlich Ehrlichkeit in der Integrationsdebatte und ein Ende des rot-grünen sozialromantischen Märchens, hier Massen von männlichen afrikanischen Asylanten integrieren zu wollen. Kein Mensch will das. Und auch die grünen Sozialisten interessieren sich nicht wirklich für die Menschen. Sie benutzen die Asylanten, um hier ein rot-grünes Jobwunder für die sonst überflüssigen Bachelor-Absolventen der Geschwätzwissenschaften zu kreieren. Also die! Die bei Pegida-Demos Refugees Welcome und Nazis rauskreischen. Siebtens, wir fordern, dass sofort alle abgelehnten Asylbewerber und Hunderttausende illegale Immigranten konsequent abgeschoben werden. Nochmal, wir fordern Massenabschiebungen und zwar sofort. Achtens. Abschieben! 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 Achtens. Wir fordern, dass das Flüchtlingsproblem grundsätzlich vor Ort in den eigenen Kulturkreisen erklärt wird. Das heißt, wir fordern unsere sogenannten Volksvertreter auf, endlich Arsch in der Hose zu zeigen und Saudi-Arabien, Katar und die arabischen Emirate in die Pflicht zu nehmen. Die steinreichen, riesigen Scharia-Paradiese sind viel besser geeignet für die Aufnahme von Massen von islamischen Asylanten als ein Europa der Ungläubigen. Und wir brauchen endlich Asylverfahrensprüfungen vor Ort in
in den Herkunftsländern. Schon in Afrika muss im Schnellverfahren über Asylanträge nach Deutschland entschieden werden. Und wer sich weigert und dennoch über Schlepperbanden nach Europa bzw. nach Deutschland kommt, muss ohne weitere Prüfung ausgewiesen werden. Und dann interessieren auch die weggeworfenen Pässe nicht mehr und unsere Marine muss das Mittelmeer nicht nach Schlauchbooten absuchen. Neuntens, wir fordern, dass kriminelle Ausländer, die in Verbindung mit islamischen Terrororganisationen stehen, sofort ausgewiesen werden. Natürlich auch die adoptierten Söhne und Töchter von de Maizière, also die Dschihad-Rückkehrer und alle bekannten und gewaltbereiten Salafisten. Diese Leute gehören ebenfalls sofort ausgewiesen. Zehntens. Wir müssen davon ausgehen, dass Brüssel jede Veränderung einer deutschen Zuwanderungs- und Asylpolitik mit aller Macht verhindern wird. Ja, Himmelherrgott nochmal, dann müssen wir eben aus dem Saftladen EU austreten. Französischen Präsidentin Marine Le Pen an. Nach Zitat der Zerstörung dieser EU. Und ein Schwanker zum Schluss. Diese Forderung richtet sich nicht direkt an die völlig verkorkste Asylstümperei, sondern an den zunehmenden Terror der linksextremen Schreikinder. Die entfesselten rot-grünen Faschisten werden bundesweit in den Großstädten bürgerkriegsähnliche Gewaltexzesse inszenieren, um unsere Grundrechte auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit im Keim zu ersticken. Und deshalb fordern wir im Namen aller patriotischen heimatverbundenen Deutschen ein Verbot der Antifa als kriminelle Vereinigung. Sein oder nicht sein, ist hier die Frage. Der Untergang Europas steht unmittelbar bevor. Wenn wir die Politik der an den Haaren herbeigezogenen Gefühlsduselei jetzt nicht beenden und der pathologische Altruismus und die geheuchelte Empathie der linksgrünen Gutmenschen sind nur vorgeschobene moralische Tarnkappen, die den höchst lukrativen Mega-Migrantenmarkt verdecken sollen. Und auf gar keinen Fall dürfen wir uns jetzt einschüchtern lassen. Durch den volksverhetzenden Tugendterror von Typen, wie Til Schweiger, einer
mal gerade so zum Volkshochschullehrer gebracht hat und nun als Wirtschaftsminister maßgeblich für das Asylchaos verantwortlich ist. Und ihre ewig gleichen Plattitüden wie Rassisten bla bla, Nazis bla bla oder Fremdenfeinde bla bla, können Sie sich an den Hut stecken? Diese widerlichen Botschaften erreichen uns nicht mehr. Katastrophe zu verhindern. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Danke, dass ihr immer wieder so treu zu mir wiederkommt. Ja, vielen Dank, Tatjana. Als nächstes haben wir als Gast einen lieben Freund aus Chemnitz, einen Vertreter von Pegida sozusagen oder Pegida Chemnitz Erzgebirge. Hallo Sven! Hallo Lutz! Hallo Dresden! Hallo Dresden! Ich denke, das System BRD ist am Ende. Ich denke, das deutsche Volk muss sich davon befreien. Ganz Europa muss sich befreien. Um das zu erklären, muss ich ein Stück weit ausholen. Der Menschenschlag in Europa war geschichtlich gesehen nie in der Lage, gelange in Maßregelung und Unterdrückung zu leben. Aber diese Völker haben sich verändert. Und dass jeder von uns eine Mitschuld daran trägt, lässt sich nicht leugnen. Wir haben unsere Wurzeln vergessen. Wir haben vergessen, wer wir sind, woher wir kamen und wie Deutschland und Europa die Welt geprägt haben. Diese Wurzeln beginnen für mich vor allem in dem Bewusstsein der Geschichte dieses Landes, was Menschen, die hier lebten, leisteten und getan haben. Hier wurden viele Invasoren von sich geschlagen. Ob es die Römer im Teutoburger Wald waren oder die Türken vor Wien oder Napoleon bei Leipzig. Immer waren Menschen dabei, die ihre Kraft aus diesem Land gezogen haben. Aber vor allem, weil sie in der Lage waren, trotz unterschiedlicher Anschauungen, sich gemeinsam vereint einem Feind entgegenzustellen. Von hier gingen jahrhundertelang Kunst und Kultur hinaus in die Welt. Goethe, Schiller, Kant. Staatsformen wurden geprägt und Gesetze erschaffen, die den Menschen Halt geben sollten. Wir haben es im 10. Jahrhundert geschafft, einen losen Verbund von Stämmen und Fürstentümern in ein Reich deutscher Nationen zu formen, welches fast 700 Jahre Bestand hatte. Entschuldigung, ich muss Ihnen ganz kurz unterbrechen. Mir ist ein Riesenfehler passiert. Ihr habt letzte Woche, also das letzte Mal auf dem Altmarkt mitbekommen, da haben wir elektronisch diese Belehrung eingespielt. Jetzt war gerade Riesenaufregung, weil ich die Belehrung nie durchgeführt habe. Also, wie immer. Ja, normalerweise wissen wir es, aber gut, es steht ganz klar im Bescheid. Also, Fahnenstange auf 1,50 heute wieder, weil wir dann unter der Oberleitung langlaufen. Keine splitternden Gegenstände, keine Flaschen, striktes Alkoholverbot, keine Hunde, außer blinden Hunden und den Anweisungen der Bediensteten, der Ordner und der Feuerwehr und was,
alles Folge leisten würde. Bei denen bedanken wir uns jetzt nochmal kurz mit einem riesen Applaus. Ich entschuldige mich nochmal, das Ding geht auf meine Kappe, also die Anzeige an mich lässt sich nicht ändern, ist passiert. Und jetzt übergebe ich wieder an den Sven. Vielen Dank für euer Verständnis, Freunde. Ein Teil der Reichsverfassung Ende 17. Jahrhundert besagt, Deutschland wird auf Deutsch regiert. Und zwar so, dass sich kein Schulwort oder wenige Worte oder die Regierungsart anderer Staaten dazu schicken, uns unsere Regierungsart begreiflich zu machen. Aus diesen Reich deutscher Nationen wollten unzählige Menschen ihren Weg in die Weltgeschichte, welche zur Festigung des Christentums und unserer Lebensweise in Europa einen erheblichen Teil beigetragen haben. Nehmen wir Friedrich Barbarossa, Sinnbild nationaler Macht und Einheitsgedanken. Barbarossa wurde zum schlafenden, aber wiederkehrenden Kaiser im Kyffhäuser und damit zur erhofften Symbolfigur der nationalen Sehnsüchte der Deutschen. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihm zu seiner Zeit. Auch Martin Luther, der das Christentum reformiert hat, um es zugänglich für alle Menschen zu machen, hat Europa und die Weltgeschichte verändert. Aber auch andere Menschen der europäischen Geschichte hatten den Drang, den Menschen das wiederzugeben, was jedes Menschenrecht ist, was einem aber damals wie heute nicht geschenkt wird. Denken wir an die Schlagworte der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber das ist es, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Wir können und müssen auf Europa und Deutschland stolz sein können. Aber was, wenn ich mich heutzutage hier umsehe? Ich sehe eine Gesellschaft, wo sich jeder selbst der Nächste ist und nicht mal mehr die Familie einen festen Verbund darstellt. Wo Streitereien um Hab und Gut an der Tagesordnung, die Gerichte hoffnungslos ausgelastet im Streit um Rechtsansprüche und Schadensersatz. Aber es liegt heutzutage auch in dem Denken der Menschen, dass immer irgendjemand anderes schuld ist an dem, was einem stört. Die Schuldigen sind schnell gefunden. Was sind es Beamte? Was sind es Asylbewerber? Aber was wir dabei vergessen, vor allen Dingen haben wir Schuld. Schuld, weil wir vergessen haben, was zählt, was dieses Land groß gemacht hat. Wo sind sie hin, die deutschen Ideale? Wohin ist Kunst und Kultur? Es hilft auch nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und dabei zu sagen, dass unsere Kultur und Werte den Bach runtergehen. Denn wenn wir alle willens wären und den Mut hätten, wer könnte uns wagen, uns dieses wegzunehmen? Früher standen Armeen aus Soldaten dem Freiheitsdrang entgegen. Heute sind es Armeen von Bürokraten, Besserwissern, die da sitzen in Berlin, Brüssel und in jeder anderen Stadt. Aber auch das sind einfach nur Menschen, welche vergessen haben, dass sie alle Macht von den Völkern erhalten haben und dass wir sie ihnen auch wieder wegnehmen können, wenn wir nur wollen. Geschichte gelehrt, geht nur gemeinsam mit festem Willen und dem Mut zur Veränderung, aber nicht nur der Veränderung des Systems, sondern jeder Einzelne von uns muss auch sich ändern. Ich meine zum Beispiel, wir geben viel Geld für Lebensmittel aus. Die sind zwar günstig, aber eigentlich nur Dreck. Wir wissen und kaufen sie trotzdem,
Und was schlimmer ist, wir geben sie unseren Kindern. Warum unterstützen wir ein Schulsystem, was nicht mehr zu funktionieren scheint? Ich meine, die meisten Kinder halten Gülenländer für eine Handy-App und nachher den Beweisen für eine Devisoap. Können ohne Handy weder rechnen, noch ihren Weg nach Hause finden. Wir vertrauen die Gesundheit unserer Kinder und unserer eigenen Gesundheitssystem an, welches allein auf Gewinn ausgelegt ist. Dabei ist denen die Gesundheit der Menschen, die es bezahlen, im Grunde mittlerweile scheißegal. Ich meine damit nicht die Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und all die Helfer, die stets nur Gutes wollen. Ihnen gehört mein persönlicher aufrichtiger Dank, denn ohne sie wäre das Gesundheitssystem bereits völlig am Ende. Wir zahlen Steuern in Höhe von über 50% freiwillig, obwohl wir wissen, dass diese größtenteils versteuert werden. Speziell wir Patrioten sollten wissen, dass wir damit die Hetze und die Gewalt finanzieren, die uns entgegenstehen. Was wir dagegen tun können, nun, ich habe keine Kristallkugel und ich bin in den meisten Fällen selber ratlos. Aber fangen wir damit an, unser Fleisch beim Fleisch um die Ecke zu kaufen. Jenen, der mit seinem Namen persönlich dafür behaupten sollte, was er uns verkauft. Den Bäcker, die teils schon über Generationen das Brot für uns backen. Lasst uns bei ihnen das Brot kaufen und nicht bei Netto, Aldi, Rewe. Warum pflanzen unsere Bauern nicht wieder für uns Kartoffeln und Getreide an und treiben Kühe und Schweine auf die Weide? Vielleicht bezahlen wir dafür etwas mehr Geld, aber Geld ist nicht geil. Es zerstört Existenzen. Holen wir uns doch dafür kein neues Handy und reden wieder mal miteinander. Lassen den neuen Flatscreen aus China im Laden stehen und gehen dafür mal mit Familie und Freunden zur nächsten Wirtschaft und helfen damit auch dem netten Wirt in der Nachbarschaft. Machen wir unseren Kindern mal wieder in Deutschland Urlaub und nutzen die Freizeit, ihnen zu zeigen, worauf sie stolz sein sollten. Erklärt ihnen, dass es nicht cool oder lol heißt, sondern schön und lachen. Dazu muss man aber mal die Drecksmedien ausschalten und zurückfinden auf ein Leben in Einklang mit sich und seiner Familie. Gerade wir in den neuen Bundesländern sollten noch wissen, dass einer dem anderen helfen sollte, genau wie vor der Wende, den Kindern und Leuten näher zu bringen, aber vor allen Dingen ihnen die Liebe und Abhut zu schenken, die sie verdienen. Wer sagt uns denn, dass wir unser Geld auf Banken schaffen müssen, deren Zinsen seit Jahren niedriger als die Inflation sind? Fragt einfach mal nach, warum wir so viel Steuern zahlen müssen und wer das entscheidet, ob wir den Strafzettel wegen Falschparkens entrichten müssen. Denn schließlich gehört uns der Grund und Boden. Wir müssen eigentlich nur jenen in Berlin und Brüssel und wo auch immer auf der Welt zeigen, dass wir sie nicht brauchen, sie uns aber sehr wohl, und dass sie wieder lernen sollten, das Volk zu respektieren und es zu fürchten. Wir sind das Volk!
mich entschuldigen, dass ich wieder etwas ausschweifen war. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich mich kurz gefasst habe. Ich danke euch für eure Geduld und nochmal schöne Grüße aus Chemnitz an Dresden. Danke. Ja, vielen Dank Sven, er ist das so wie gewöhnt vor so vielen Menschen und dafür hat er es riesig gemacht. Also nochmal bitte, nochmal einen Applaus für Sven. Weltklasse. Ganz stark. So, und als nächstes haben wir ein Vertreter von Legida aus Leipzig, also Pegida Leipzig, Legida, wie auch immer man es nennen will, den Markus, ihr kennt ihn schon. Herzlich willkommen, Markus! Hallo Dresden! Mir fehlen fast die Worte, wenn ich hier nach fast einem Jahr stehe und immer noch in diese Menschenmassen schaue, die immer noch zu Pegida kommen, die uns immer noch vertrauen und die immer noch auf gut Deutsch die Eier in der Hose haben, in unserer Fehlpolitik alles, was nötig ist, zu verändern. Das ist ein Wahnsinn und ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche Pegida alles Gute für die Zukunft. Ich soll euch natürlich ganz lieb grüßen von allen Mitstreitern aus Leipzig und auch vom gesamten Orga-Team Pegida. Ich darf euch heute mitteilen, dass unser erstes Volksbegehren sehr gut angelaufen ist. Wir haben jetzt schon mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Eine genaue Zahl haben wir leider noch nicht, werden wir aber zeitnah veröffentlichen. Ich soll mich nochmal entschuldigen im Namen von unserer Orga und auch in der Dresdner Orga. Wir haben es vergessen, dass wir jetzt hier auf dem Platz nochmal frische Zettel in Blanco mitbringen. Das kriegen wir aber dann beim nächsten Mal definitiv auf die Reihe. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit unter der bekannten Seite volksbegehren-sachsen.de das Formular downloaden und die Adresse, wo ihr das hinschicken könnt, findet ihr dort oder ihr bringt es einfach mit zu uns auf den Platz. Und ihr findet die ganzen Links auch nochmal bei Facebook. Ich bitte euch des Weiteren für die zweite Stufe, ich denke die erste Stufe haben wir relativ schnell durch, aber die zweite Stufe mit den 450.000 Unterschriften bitte ich euch nochmal alle um eure Mithilfe. Weil damit und mit eurer Kraft und mit eurem Einsatz wird das Volk sich seine Stimme und seine Macht zurückholen. Ich freue mich, auch den einen oder anderen von euch hoffentlich nächste Woche wieder in Chemnitz zu begrüßen, dann wieder in Dresden. Da möchte ich euch ganz herzlich einladen, in 3 Wochen, am 31. nach Leipzig zu Legida. Die Leute, die schon mal bei uns bei Legida mitgelaufen sind, die wissen, dass wir das... Es ist in 3 Wochen. Ja. Ansonsten einfach nochmal nachfragen. Wer von euch war schon mal mit in Leipzig? Ich hab die Frage. Genau. Dankeschön dafür. Die Leute, die schon mal mit in Leipzig wissen, dass jede Stimme bei uns zählt. Wir haben es in Leipzig sehr, sehr schwer. Und wir möchten euch nochmal wirklich den herzlichsten Dank für jede Stimme und für jeden Menschen, für jeden Bürger geben, der das akzeptiert, dass wir hier diese Pause gemacht haben und der uns in Leipzig unterstützt hat. Dankeschön dafür, es war uns eine große Hilfe. Das soll es für mich heute auch gewesen sein. Freunde, wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Ja, zum Thema Leipzig noch ganz kurz was. Also durch unsere Hilfe hat es wirklich in Leipzig schon sehr gut geklappt. Also normalerweise war es so, dass dort mehrere tausend Stürme an die Vorkinder rumgerannt sind. Beim vorletzten Mal waren es noch irgendwie 800, laut Presse wohlgemerkt, waren es 800. Wir wissen ja, dort verdoppeln sie, bei uns halbieren sie. Und vergangenen Montag, korrigiere mich, 300, 400, 300 vielleicht noch.
Also dort ist kein Durchhaltevermögen da. Aber das ist ganz klar, dass die das nicht haben, weil die haben ja kein Ziel. Die sind ja einfach nur gegen alles. Das ist der einzige Grund. Heute sind auch wieder ein paar von den Gestürten hier bei uns in Dresden. Die stehen hier irgendwie an der Frauenkirche. 6 Kinder. Das Witzige ist, dass sie sich ausgerechnet an der Kirche verstecken, die sie ja so abgrundtief hassen, weil die ja zum System gehört. Eigentlich waren die ja mal die Opposition und die gegen alles war, was mit dem System zu tun hatte. Egal, lass sie stehen, wir beklatschen die wie immer, wenn wir vorbeigehen. Es wird von unserer Seite keine Gewalt, keine Lautstärke, nichts geben. Und jetzt lasst uns gemeinsam spazieren, nach dem Spaziergang treffen wir uns wieder hier. Wir laufen heute hier vorn raus. Also die Führungsbande langsam mal schon dort vor. Wir gehen runter zu Richtung Elbe. Ist klar, dass wir jetzt hier durch die Münzgasse gehen können, da sind zu viele Touristen. Aber wir gehen hier vorn runter zur Elbe und dann zum Landtag, um dort unsere Stimme hinzubringen. Also bis gleich. Seid ihr alle da? So, herzlich willkommen zurück hier auf dem Neumarkt. Wir haben ja gesagt, wir haben heute noch ein paar gute Redner, unter anderem einen, ich glaube, heute mit der weitesten Anreise. Der ist nämlich heute aus Kanada angereist zu uns. Ihr kennt ihn schon. Herzlich willkommen, Hus. Guten Abend, Dresden! Es freut mich immer wieder, wenn ich zu euch nach Dresden zurückkehre und auf dem Spaziergang, mal so als kleines Vorwort, auf dem Spaziergang, den wir jetzt getätigt haben, fiel mir etwas ein. Ich dachte so darüber nach, wenn mich dieser Staat mit 89 Jahren endlich in Rente schickt. So lange müssen wir heute arbeiten, glaube ich. Und meine Enkelkinder, die sagen zu mir, Opa, erzähl mal nochmal. Mensch, du warst doch dabei. Und da sage ich, ja, ich war von Anfang an dabei. Opa. Und dann werden sie fragen, Opa, erzähl mal, was habt ihr denn gemacht? Und dann werde ich sagen, wir haben Dresden nicht verändert. Wir haben Deutschland nicht verändert. Wir haben Dresden, Deutschland und Europa verändert, liebe Freunde. Und zwar haben wir den Menschen gelernt, den wahren Patrioten, den Hilfsgebende, der immer offene Mensch, gelernt, wieder aufrecht zu gehen und seine Meinung zu sagen. Das war nur so ganz am Anfang. Meine lieben Freunde, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jedes, ja jedes Volk auf irgendeine Art und Weise manipuliert wird, hintergangen und in Unwissenheit gelassen wird und betrogen wird und wurde. So war es seit Bestehen des Menschen und der Gründung sozialer Lebensformen und Gemeinschaften. Und so ist es auch heute noch. Lassen wir einmal dahingestellt, ob diese Art im Umgang mit dem Volk berechtigt oder unberechtigt war. Und welche Gründe dafür vorliegen und lagen. Aber die Geschichte lehrt uns auch, dass es immer so etwas wie eine rote Linie gab,
Wenn diese überschritten wurde, diese rote Linie, war selbst der einfachste und gutmütigste Mensch bereit, den Kampf für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit aufzunehmen. So sind aus banalsten Situationen Revolutionen, Kriege, Machtenthebungen entstanden, deren Tragweite heute noch in den Geschichtsbüchern nachzulesen ist. Wenn die Arroganz der Macht und das Gefühl, dass eigene Angst schützt dich vor immer, sie dir Unfehlbarkeit deines Handelns suggeriert, wenn du in fast halbgöttlicher Art und Weise dich über Gesetz, normalen Menschenverstand, Moral und Bürgerempfinden hinwegsetzt, dann, meine lieben Freunde, sind wir nahe, ja schon fast viel zu nah an besagter roten Linie. Dies mag nicht nur für uns Deutsche gelten. Nein, meine Freunde, das gilt in diesen Zeiten für ganz Europa. Wir Deutsche nehmen aber gerade in Europa und in der Welt eine geschichtlich geprägte, durch unsägliche, menschenverachtende Kriege in der Vergangenheit eine Sonderrolle ein. Auf jeden Fall wird es so seit Generationen in diesem Land gebetsmythenartig staatsdoktriniert, politmedial vermittelt und eingetrichtert. Aber wir hatten es geschafft. Wir waren in der Lage, langsam, Schritt für Schritt, den Völkern der Welt zu zeigen, dass wir aus der Geschichte und unserem eigenen Handeln gelernt haben. Und dass nicht nur durch den Kniefall Brandts in Warschau oder die in Freundschaft endende Beziehung zwischen de Gaulle und Adenauer. Wir wurden wieder ein zuverlässiger Partner, ein friedlicher Partner der Weltgemeinschaft, ein stets beispielloser Helfer in Katastrophengebieten in der ganzen Welt. Nun, warum erzähle ich das alles? Diese von mir genannte positive Entwicklung hat sich in diesem Land auf dramatische Art und Weise verändert. Und das nicht zum Guten, meine Freunde. Die sozialen Errungenschaften, die in der Welt ihresgleichen zu, des Versorgten und des Unterstützenden, sind Errungenschaften, die Urväter und Väter dieses Landes aufgebaut und angespart haben. Und genau diese werden durch übertriebenes Gutmenschentum von Politik, Medien in die ganze Welt hinausgerufen, ja sogar hinausgeschrien und in beispielloser Art und Weise an Nichtbedürftige verschleudert, als gäbe es kein Ende im Füllhorn der Glückseligkeit, meine lieben Freunde. Es sind die Ablasszahlungen einer gescheiterten Gutmensch-Ideologie auf dem Rücken und zur Last des Tüchtigen und seiner Kindeskinder. Eine einzige Politik, Gutmenschen, Mediengeneration für dieses Land
führt Europa und somit auch die Weltgemeinschaft in rasender Geschwindigkeit dem Untergang entgegen, meine Freunde. Polemiker und Minderheitendenker, Traumweltfanatiker ziehen schulmeisterisch durch die mediale Verblendungswelt und suggeriert sektengleich, was gut und was böse sein soll. Die wahre Mensch wird in verlogener Barmherzigkeit zum Spielball blühender Interessengemeinschaften getragen von manipulierten Menschen, die im Stundenrhythmus mit Schuldfrage des Nazitums und dem Unmensch aufgewartet werden. Weinen wir zur Staatsdoktrin, meine Freunde. Klimawandel und Weltuntergangsbotschaften sind die Katalysatoren der Ausbeutung geworden. Innehalten, Fragen stellen, Lösungen erörtern, ja selbst der normale Dialog führen zu Vorverurteilung und Steinigung jedes Menschen, der nüchtern und bedacht auf die Probleme aufmerksam macht. Der kritische, der hinterfragende Mensch ist nicht gleichzusetzen mit einem Unmensch oder gar Nazi, meine Freunde. Der einfach und schnell vergebene Name, Begriff Nazi scheint im Übrigen die wohl wirkungsvollste Wunderwaffe zu sein, wenn ich als Politiker ratlos und ohnmächtig bin gegenüber den Fragen und Forderungen eines jeden gerechten Bürgers, meine Freunde. Humanitäre Katastrophen finden ihren Anfang in Katastrophen. Und diese sind nur allzu oft von Menschen selbst herbeigeführt. Ich begegne einer Katastrophe auch nicht damit, dass ich die Katastrophengebiete weltweit verteile und somit alles in ein Katastrophengebiet verwandle, meine Freunde. Humanitäre Katastrophen finden auch ihre Lösung im Katastrophengebiet, Freunde. Ich plündere ja auch nicht an einem einzigen Tag einen vollen Kühlschrank, um zu wissen, dass ich morgen nichts mehr zu verteilen habe. Und letztlich, meine Freunde, wer handelt? Wer übernimmt die Verantwortung? Wer übernimmt die Schuld? Wer übernimmt die Verantwortung gegenüber den Kindern, den Müttern, den Vätern, den Bürgern? Die auferlegte Last tragen müssen, meine Freunde. Wer übernimmt die Verantwortung für die durch Medien ausgestrahlten Bilder aus Nachbarländern, voller Hass auf unsere Politiker? Sie werden dargestellt in Nazi-Kleidung. Und das Bild des bösen Deutschen wird zur Tagesordnung gemacht. Siehe Griechenland. Eine Rot, niemals. Ein Özdemir, er übernimmt auch nicht die Verantwortung. Maas, Merkel, Gauck.
Fahimi Gabriel. Ich glaube auch nicht, wenn wir den kleinen Horhasen auch noch zu den 680 Politikern nehmen, dass es besser wird in diesem Land, meine Freunde. Meine Freunde, wer mehr als 150 Milliarden Euro Volksvermögen durch die Kaminjagd oder gar blind und vorverurteilt und verkündet, folgen Sie denen nicht. Der, meine Freunde, der ist nicht beim Volk, der ist nicht beim Bürger, der, meine Freunde, wird getragen von der Arroganz der Macht. Der, meine Freunde, wird getragen von der Arroganz der Macht. Und dem Gefühl, dass das eigene Amt ihn für immer schützt. Tun Sie sich, dem deutschen Volk und vielen, vielen Menschen in Europa einen Gefallen. Treten Sie zurück, Frau Merkel! Treten Sie zurück und nehmen Sie all diejenigen mit, die das in Europa, in Deutschland und in jeder Stadt angerichtet haben, meine Freunde! Geht aufrecht, bedacht und friedlich, denn wir gehen für die richtige Sache, meine Freunde. Bis bald! Klare, deutliche Worte von Horst, so wie wir es gewöhnt sind. Und jetzt haben wir noch einen, ganz am Ende, den kennt ihr auch schon. Furchtbar, wir haben einen Ausländer hier. Ganz was drüber. Begrüßt mit mir herzlich unseren Ed aus Holland. Guten Abend, Dresden. Guten Abend, Freunde und Patrioten in Dresden, Chemnitz und Leipzig und der Rest von Deutschland. Hier so. Es freut mich, wieder in Dresden zu sein. Auch wenn der Anlass natürlich traurig ist. Schöner wäre es, mit einem Kaffee und einem Eierschäcke auf einer Terrasse zu sitzen. Aber wer kann da still sitzen bei der Chaos, was die Politik im Moment in Deutschland und in Europa anrichtet. Und statt ein Glas Sekt auf den Allzeitrekord von 79.000 Asylanten im Juli zu trinken, sind mir ein paar Taschentücher lieber. Wütend macht die Reaktion auf den sexuellen Missbrauch von einem 7-jährigen Mädchen. Bei dem Mord auf Kalitz wüsste die Medien und Politik sofort, wer der Täter war, ohne irgendwelche Anweisungen. Aber jetzt sind alle ganz leise
trotz massiver Anweisungen. Valentin Littmann, Volker Beck, wo sind Sie? Ich höre nichts. Keine Beschwerde über die Polizeiarbeit dieses Mal, Herr Littmann und Herr Beck. Strafvereitelung im Amt, tritt damals Herr Beck aus Berlin. Oder ist es, dass dieses siebenjähriges Mädchen angetan ist, werbemäßig nicht so gepasst bei einer Partei, die mit Pädophilie keine Berührungsangst hat? Damals stand die Politik mit Journalisten in der Küche der Mitbewohner von Khalid. Herr Tillich, Herr Hilbert, waren Sie jetzt bereits bei diesen Eltern? Hätte Ihre Schlagzeile über das Missbrauchsmädchen genauso gelautet, wenn es Ihr Kind war, meine Herren Journalisten? Würden Sie dann genauso weiter schweigen, wie Sie jetzt machen? Es ist eine Schande. Sie sollte Ihre Ehre als Vater, als Opa, als Journalist ansprechen. Diese Asylflut hat sich gewandelt in ein Tsunami. Jeden Tag kommen tausende Glückssucher in das Land rein. Und wie die letzten Zahlen ausweisen, darf noch nicht mal jeder Vierte in Deutschland und in Sachsen noch nicht mal jeder Zehnte bleiben. Dabei kommt noch die enorme Menge an nicht registrierten, weil die Behörden sind auch längst nicht mehr in der Lage, alle Flüchtlinge zu erfassen und zu identifizieren. Deutschland und Europa haben die Kontrolle über seine Grenze und sein Staatsgebiet verloren. Ein Vorreiterland, das 1989 ist jetzt auch wieder Vorreiter. Und das ist Ungarn. Es war damals der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs, wenn Ungarn seine Grenze geöffnet hat. Und ich hoffe, es ist heute der Anfang vom Ende dieser Asylflut, wenn sie ihre Grenze wieder schließen. Damals haben die Ungarn gesehen, dass sie es mit politisch Verfolgten zu tun hatten. Heute sehen die Ungarn genauso richtig, dass sie es mit Wirtschaftsmigranten zu tun haben. Dass es übrigens nur sehr leise statt laute Kritik gibt am Zaunbaum durch Ungarn, wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass auch Ungarn eine Unterschrift geben muss, wenn es wieder Milliarden an Griechenland fließen. Da ist in Brüssel und Berlin der Traum einer Vereinigten Staaten von Europa etwas wichtiger als die humanitären Verträge. Und ohne Frage ist, dass wir Menschen aus Kriegsgebieten wie Syrien oder Irak helfen müssen. Aber am besten in ihrer eigenen Region. Damit, wenn der Krieg vorbei ist, diese Menschen so schnell wie möglich zurück können in ihre alte Umgebung und helfen beim Wiederaufbau. Auch diejenigen, die nach Deutschland kommen, müssen wir deutlich sagen, dass es nur vorübergehend ist und nicht wie Ramelow in Thüringen Lehrstellen und Arbeitsplätze vermitteln. Weil warum Menschen von so weit wegholen, wenn zum Beispiel in Duisburg-Marzahn 50% keine Lehrstelle hat und fast 15% kein Job? Helf erst diese Menschen, statt noch mehr Flüchtlinge reinzuholen, und damit noch mehr Hartz-IV-Fälle zu kreieren. Das ist nämlich der Fall, wie Zahlen beweisen. Mehr als 67% im Durchschnitt ehemaliger Asylbewerber bekommen Hartz IV, statt wie uns erzahlt wird, Facharbeit zu leisten.
Und wenn Firmen lieber einen Asylbewerber einstellen, statt eine arbeitslose Deutsche, sollen diese Firmen wenigstens 5 oder 10 Jahre bürgen, dass er seine Familien vorsorgen kann. Und nicht, dass Bewerber bewilligt wird und danach vom Staat beschusst wird oder geholfen werden muss. Zahlen bekommen wir sehr selten von unseren Mainstream-Medien oder Lügenpresse. Die versuchen das Bild zu verbreiten, dass wir es mit Familien aus Kriegsgebieten zu tun haben. Trotz, dass es mehr wie 75% Männer zwischen 18 und 35 Jahren sind, die nach Sachsen kommen. Und nur 9,5% aus einem Kriegsgebiet kommt, wie die letzten Zahlen sagen. Auf alle Bilder sehen wir immer Familien, auch wenn es gar keins gibt in das Heim. Als oft gebrauchtes Vorbild von einem Integrierten, nicht mal gerne den syrischen Arzt, der so gute Arbeit leistet. Die Arbeit wird aber in seiner Heimat gebraucht. Da gibt es Massen an verwundeten Frauen, Kinder und Kämpfer. Da gibt es Massen an verwundeten Frauen, Kinder und Kämpfer, der dieser Arzt genau sein Vaterland im Stich gelassen hat. Normal nennt man sowas ein Deserteur oder Feigling. Es gibt von diesen leider sehr viel. Aus Feigheit abgehauen, in Deutschland aber den großen Macker spielen. Unterstützt durch Pro-Asylbewegungen wie von Milchbubi Hatke. Die aber selber weglaufen vor wirklicher Verantwortung. Proben diese jungen Männer den Aufstand gegen ihre angeblich schlechte Unterbringung. Was aber auch verständlich ist, statt ihr Ausweis haben die neuesten Smartphones von zu Hause mitgebracht. Und das braucht ja einen ordentlichen Ladeplatz. Nein, die Mehrheit ist kein Flüchtling. Zahlen beweisen es. Aber jedoch logisch nachdenkender Mensch weiß doch, dass es bei Kriegen Männer sind, die kämpfen, Frauen und Kinder und Ältere sind, die flüchten. Und da ist es genau wie bei einem Schiffsunfall. Geht der Kapitän als Erster von Bord, dann stinkt die Sache. Das zeigt auch in diesem Jahr bereits 150.000 Fälle von Asylmissbrauch. Laut Monika Hohlmeier durch bewusst falsch gestellte Asylanträge mit falschen Pässen. NRW-Minister Ralf Jäger, der die Orga von Pegida beschimpft als Neonazis in Nadelstreifen, findet aber, dass wir nicht erwarten können von diesen Menschen vom Balkan, dass die es im deutschen Gesetzbuch schauen. Da braucht es kein deutsches Gesetzbuch, Mauerjäger. Es gibt kein Land auf Erde, wo das Fälschen von Passen nicht strafbar ist. Das ist bei jedem sehr deutlich. Dass diese Kosovaraner und Albaner bestens informiert sind, zeigt ein Beispiel aus den Niederlanden. Da gab es eine Rückkehrprämie in Höhe von 1750 und Stadthilfe in Höhe von 1500 bis zum 1. August. Da wurde er von dieser Gruppe gestrichen, weil rauskam, dass sie nur wegen dieser Prämie nach Holland kamen. Die wollte ja gar kein Asylum bleiben. Dieser Asylmissbrauch muss bestraft werden, damit ein Zeichen gesetzt werden gegen die, die überhaupt überlegen und in die gleichen Voraussetzungen hierher zu kommen. Und daher auch Akzeptanz bleibt vor die wirklichen Flüchtlinge, die wir auch helfen wollen. Asylmissbrauch muss bedeuten sofortige Abschiebung. Wenn nötig, wie die FPÖ in Österreich auch fordert, mit Flugzeugen der Bundeswehr. Weil damit umgehen wir die Verweigerung von Flugfirmen. Stolz wird nach das erste Halbjahr vermeldet, dass die Abschiebung mit 42% gestiegen ist gegen das Vorjahr und jetzt bei 8.000 lag.
Laut Auskunft des Innenministeriums haben wir in Deutschland aktuell ca. 600.000 abgelehnte und das ausreisepflichtige Asylanträge. Wenn der Staat im gleichen Tempo weitermacht, dauert das noch 37 Jahre. Und da darf keiner in der Zwischenzeit dazukommen. Wir müssen den illegalen Aufenthalt in Deutschland strafbar stellen. Vermieter, die eine Wohnung geben an solche, Arbeitgeber, die den arbeiten lassen, hart bestrafen. Ausweiskontrollen beim Ticketkauf von Bus und Zug. Jede finanzielle Unterstützung vom Staat streichen, damit nichts anderes bleibt, als wieder nach Hause zu gehen. Innerhalb 24 Stunden ist es möglich, ein Zeltlager aufzubauen von mehr wie 1000 Menschen. Schulen, Internaten, ohne die benötigte Auflage, die Bestimmung zu ändern. Geld, um Personal frei zu machen, für alles, was benötigt wird. Aber das eigentliche Problem, massenhaft Plätze, die besetzt sind, durch aussichtslose Asylanträge frei zu machen und damit verwerklichen Flüchtlingen zu helfen, damit hat die Politik ein Problem. Oder sie will ja gar nicht. Aber auch der echte Flüchtling soll verstehen, dass wenn er denkt, nicht zu bekommen ins gelobte Land, was er erwartet, er frei ist, um zu gehen. Wir verpflichten keiner, hier zu bleiben. Es ist ja gerne oder gar nicht. Auch für uns alle war es in letzter Zeit sehr heiß. Auch viele Familien fehlt in dieser Ferienzeit das Geld für Freizeitmöglichkeiten mit ihren Kindern. Und auch wir müssen selber einkaufen, selber unser Klo putzen und so weiter. Es wird doch nicht so schwer sein, wenn 1000 Menschen in ein Zeltlager ein Putz, ein Einkauf und einen Müllplan zu machen. Das ist wohl doch das Wenigste, was wir als Gegenleistung erwarten können. Von diesen echten Flüchtlingen akzeptieren wir auch aber keine Gewalt gegen Hilfspersonal. In den Niederlanden gab es im letzten Jahr bei nur 24.000 Asylbewerbern 100 Fälle von Gewalt von Asylbewerbern gegen Personal. Bei 8-mal so viele Flüchtlinge in Deutschland in 2014 bin ich mal neugierig nach diesen Zahlen. Nehmen wir doch an, dass es genauso geht, diese Zahlen gibt, wie die Rechtsangriffe auf unsere Asylbewerber, wie die immer sagen. Mit schnellerer Abschiebung entlasten wir den Steuerzahler. Weil es kann doch nicht sein, dass wie in Mettmann die Grund- und Gewerbesteuer erhöht wird, wegen den enormen Kosten, die diese Asylmissbrauche verursachen. Die Kosten sind aber nicht, wie Thomas de Maizière behauptet, 12.000 Euro. Glaubwürdiger sind da die niederländischen Berechnungen mit 36.000 Euro pro Jahr pro Asylbewerber. Kosten, die vor den eigenen Bürgern ungern gemacht werden, in das angeblich reiche Deutschland. 12 Millionen Bürger gelten als arm. Rentnerarmut um 48% gestiegen seit 2006. Obdachlose bekommen kein 24-7-Angebot. Und jeder, der mal auf Hilfe vom Staat angewiesen war, weiß, dass ein Antrag auf Sozialleistungen wie zum Beispiel Hartz IV oder Pflegegeld ein scheinbar unendlicher Papierkram ist. Erst Wochen später du vielleicht mal Hilfe bekommst, nachdem du Konten aussuchen und alle Wertgegenstände offengelegt hast. Flüchtlinge stattdessen bekommen ohne jegliche Besitzangabekontrolle einfach Unterkunft und Taschengeld. Und auch der privilegierte syrische Arzt, der im eigenen Land sehr gut verdient hat, stellt sich jede Woche vor 30 Euro Taschengeld pro Person an. Und ob er noch Konten in der Schweiz hat, das wissen wir nicht. Und wird auch nicht kontrolliert.
Politiker, Medien, Gutmenschen und wie die alle heißen aus dem weltoffenen Lager werfen uns vor, Hetze zu betreiben. Wir haben Vorurteile, Ausreden, um nach Sonderbrücken für unser eigenes Versagen zu suchen. Aber gerade die, die das sagen, betreiben Hetze. Statt Argumente nur Beleidigungen wie Nazi. Gerade die haben Vorurteile. Hast du ein Glatze und Tatus, bist du rechtsextrem und gewalttätig. Gerade die sorgen für ihr eigenes politisches Fehlverhalten und dann mit der verbundenen Chaos, die wir jetzt haben, ein Sonderbock. Und das sind wir von Pegida. Beschämend ist auch, dass Politiker mitmachen und sogar öffentlich, wie der sozialistische OB Dieter Reiter in München aufruft, Gastwirte auch keinen Platz zu bieten an rechten Parteien. Und Verweigerung droht auch Konzessionsentzug. In den 30er und 40er Jahren plakatierten die Sozialisten, Juden dürften nicht hinein. Heute heißt es, Pegidianer dürfen hier nicht hinein. Das ist Deutschland 2015. Aber liebe Freunde, nehmen wir das mit einem Lachen. Wir sind würdige und stolze Patrioten, die uns nicht durch ein paar Faschisten entmündigen lassen. Nicht die Lügenpresse, nicht ein paar ungewaschene Zecken, nein, keiner hält uns auf. In diesem Kampf vor Meinungsfreiheit und gegen die Radikalisierung. Wir gehen zusammen bis zum bitteren Ende. Gewaltfrei werden wir die Aufrechte siegen, weil wir lieben unser Land und sind stolz drauf. Pegida zeigt, wie es geht. Danke fürs Zuhören. Jetzt ist die Bahn gerockt, Ed. Vielen Dank, Ed. Waren wieder klare Worte von den Ausländern bei uns. Damit sind wir für heute soweit am Ende. Ich darf euch für nächste Woche alle einladen. Da sind wir in Chemnitz am Michel. Den meisten wird es was sagen. Wer das nichts sagt, das ist das Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz. Dieser große steinerne Kopf in einem Michel. Wann sind wir dort? 19 Uhr nächsten Montag treffen wir uns dort. Für heute sind wir soweit am Ende, aber jetzt kommt noch die Hymne und ich bin froh, dass auch der Horst, die heute noch mit seiner, ich liebe seine Stimme, mit seiner fantastischen Stimme, die jetzt mit uns gemeinsam anstimmt. Auf geht's, Horst. Meine Freunde, zünde dein Licht an für Europa. Er hat übrigens übertrieben. Jetzt könnt ihr alle mal zeigen, was ihr bei Kai gelernt habt. Kai fällt heute leider aus. Und nicht, dass morgen irgendwo in irgendeiner Zeitung steht, ich nehme irgendeinem den Posten weg. Das habe ich nie getan, das werde ich auch nie tun. Er kommt wieder. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Grund.
bedanken uns nochmal bei den Einsatzkräften der Polizei mit einem Riesenapplaus, bei den Opfern, bei allen Helfern. Und wir sehen uns nächste Woche in Chemnitz oder übernächste Woche dann wieder hier auf dem Neumarkt. Dresden zeigt, wie es geht, und jeder bringt noch einen mit. Vielen Dank, Dresden! Ich erkläre die Veranstaltung offiziell für beendet, damit man ihn noch mehr Ärger kriegt wie am Anfang.